Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Captain of Industries. Ja, wir haben in der letzten Folge einiges schon gemacht und ich sehe gerade schon wieder, dass der Sand hier sagt, er sei leer. Seht ihr das? Aha. Jetzt geht's auf einmal schnell. Ja, wir sind ja gut dabei mittlerweile. Das muss man ja ehrlich auch sagen. Wir sind ja echt gut mittlerweile in der Szene. Also in dem ganzen Sandabbauen hier. Und ich glaube nicht, dass wir in der nächsten Zeit wirklich Probleme kriegen. Und deswegen... Genau. Aber wir sind gut dabei, hier gerade unseren Sand abzuarbeiten. Natürlich ist es eine ganz schöne Aufgabe auch hier, die ganze Zeit Sachen zu machen. Aber ihr habt mir auch Kommentare geschrieben. Dadurch, dass ich jetzt ein bisschen früher aufnehme wie sonst, weil am Wochenende schon wieder Sachen abgehen und hier und da und auch wieder das Set ein kleines Upgrade gibt, weil ich versuche ja auch aktuell das Set, bestimmte Features aktuell schon zu updaten, bis der Raum soweit fertig ist, dass ich die Overhaul-Umgebung machen kann, aber dass sozusagen die Technik soweit Stück für Stück sich verbessert. Das ist zwar teuer, aber es wird sich hoffentlich bringen. Zum Beispiel ist jetzt dann die Kamera dran, denn das Handy kommt weg und es kommt eine richtige Facecam hin mit Funktionen und Technik und allem drum und dran. Ich bin gespannt, wie gut das funktioniert. Genau, aber ihr habt mich auch gefragt, so warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz in das Kommentar rein, weil Kajoschutz5740 hat geschrieben, er findet schön, dass ich verstehe, was der Sinn hinter den Atomkraftwerken ist, danke. Bedarf mit höheren Atomen, genau. Überprüfe mal deine Steinbrecher. Ich glaube, mich zu erinnern, dass du aus Gestein Sand herstellen könntest und somit ganze Sandminen schließen könntest. Ich kann. Das ist dann Sand... Nee, Gesteinssand, glaube ich, heißt es am Ende. Das haben wir früher produziert, weil du das auch brauchst, wenn ich mich nicht irre, für die Ziegel. So, jetzt ist es ja so. Und jetzt... Don't hate on me. Ich bin mir da gerade nicht ganz sicher. Ich muss gerade selber nachschauen. Ich glaube... Das, genau. Da ist das Problem. Ich brauche für bestimmte Sachen Sand. Also Sand ist essentiell. Und ich kann, glaube ich, nicht... sozusagen wirklich Sand herstellen, sondern ich kann nur, genau, den Brechsand herstellen. Und, nee, warte mal, hä? Ich kann aus Quarzsand herstellen. So, jetzt kommt ein neuer Punkt. Weil das, was wir früher gemacht haben, war der hier. Das war der Brechsand. Den man verwendet, um Ziegel zu produzieren. Eine Waffe fürs andere ist auch nicht mehr praktisch. Bedeutet, es ist halt unsinnig, dann zwei Produkte herzustellen, was ich mit einem Produkt herstellen kann, um mir so eine Produktionsleistung zu sparen, weil natürlich Brechsand wieder ein Aufwand ist. So, das hier ist mir neu. Aus Quarz. Aber das ist dann eine Sache, die ich importieren muss, richtig? Weil Quarz muss importiert werden. Durch zwei Brecher durchgeschickt und dann kriege ich Versand raus. Was kann ich denn mit so kleinen... Aber, okay, Quarz ist echt nur dafür da... Aha, okay. Also Quarz ist echt nur dafür da, damit wir Sand produzieren können, wenn wir nichts haben oder wenn wir keine Sandgruben haben. Gut zu wissen. Jetzt weiß ich den Sinn hinter Quarz. Genau, aber wir bauen ja hier gerade sozusagen unsere neue Produktionsflächen. Wir verkippen hier wie blöd. Ihr seht schon, was hier an Masse verkippt wird. Ist echt traurig zu sehen, wie lange wir da dran rumgebuddelt haben. Und jetzt vergraben sie das Ganze unter sich in Minuten. Also wenn wir anschauen, wie viel hier rausgeht auch, man sieht ja, was hier an Massen sich bewegen, ist das schon der Wahnsinn. Wie läuft es eigentlich hier hinten? Stück für Stück wird's. Die Fläche wird schon langsam in Richtung Atomproduktion gehend. Die Kollegen geben sich auch größte Mühe, das Ganze hier zu verarbeiten. Wir haben ja mittlerweile auch an Massen an Transportern für solche Aktionen durchlaufend. Das ist ja echt nicht normal, aber wir haben vielleicht ein bisschen zu wenige sogar jetzt mittlerweile wieder hier stehen. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm, finde ich. Ganz ehrlich, weil wir haben solche Massen, die wir hier verfahren. Es kann schon mal ein bisschen dauern. Das ist auch nicht schlimm so. Genau, war da noch was? Und mir wurde auch geschrieben, ich sollte schauen, was ich für den Brutreaktor alles benötige an Rohstoffen. Brutreaktor. Ich glaube, ich kann mir das noch gar nicht anschauen. Ich glaube, ich muss erst den Brutreaktor erforschen, damit ich sehen kann, was ich da benötige. Schau mal, vielleicht können wir es trotzdem hier vielleicht sogar schon sehen. Das wäre natürlich praktisch, aber ich glaube es nicht.
Ich glaube es eigentlich nicht, dass ich hier sehe, was ich brauche für ein Brotblatt. Doch, hier sehe ich es. Oha. Also ich habe beides. Aber oha. Das ist viel. Das ist massiv viel. Holy shit. Okay, es ist eh noch auf Erforschungsweg. Genauso ist das hier noch eine Sache, die ich gerne erforschen würde. Aber wir haben ja... Schaut euch mal an, was wir alles schon erforscht haben. Also wir sind hier grundsätzlich extrem gut dabei. Aber die sind zum Beispiel auch schon wieder voll. Und dadurch, dass wir das eh noch umbauen, mache ich mir um Elektronik 3 jetzt keine Sorgen, weil es fehlt noch der komplette zweite Produktionsteil. Was man mal machen könnte, und das werden wir machen, sobald wir hier das alles anfangen abzugleichen, ist die Lager zu vergrößern von den Kollegen hier. Bedeutet vielleicht auch ein bisschen umzuplatzieren. Es ist auch das erste Mal, dass wir jetzt gerade wieder... Oh, wait. Ich sehe gerade was ganz Gefährliches. Wieso, weshalb, warum? Warum seid ihr so langsam? Fehlt euch irgendeine Ressource? Eigentlich dürfte euch nichts fehlen. Au, ich sehe gleich unser Problem. Das Problem ist, dass das nicht an die Grundversorgung angeschlossen ist. Und somit jetzt warten muss. Oh Gott, das ist ungut, wie ich das gebaut habe teilweise. Jetzt ist die Frage, wie gut da Sachen rauskommen. Ja, ist hier, ich glaube, ich muss die komplette Produktion auch nochmal von den Chipsets neu überarbeiten. Weil jetzt zum Beispiel Chipsets 3 ist natürlich hier eine ganz andere Massenproduktion. Aber die führen wir ja zu. Trotzdem müssen wir hier die Elektronik 2 vielleicht mal überdenken von der Produktionsart her. Weil ich hoffe mal, dass das jetzt so ausreicht. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Und ich darf die 2 auch nicht mehr upgraden. Also ich darf denen keine mehr Leistung reinhauen. Vorteil ist natürlich, wir sind Teraflops technisch echt gut dabei. Wir schauen mal hier, wir lassen die mal eine Wartung melden, wenn Lager unter 50%. Bedeutet, das Ding müsste jetzt erst fürs Erste eine Warnung ausschicken. Ich hoffe nicht, dass das sich eigentlich füllt eher, anstatt was anderes. Und das werden wir uns mal anschauen. Bedeutet, wir müssen vielleicht ein bisschen kurz Pause machen. Weil die Produktion ist ja auch hier mega verzweigt und alles. Und ich glaube, das könnte man natürlich mittlerweile jetzt auch dann mit Graphit anschließen. An die original neue Graphit-Produktion. Dann bräuchte man hier zum Beispiel auch wieder weniger. Aber hier zum Beispiel machen wir ja aus Graphit und Sand wiederum geschmolzenes Silizium. Hier natürlich machen wir noch ein bisschen mehr. Bedeutet, man könnte natürlich die Produktion ein bisschen anheizen. Bloß ich habe es halt ein bisschen zu eng gebaut. Da müsste ich mir noch was überlegen. Beziehungsweise ob ich die Möbelfabrik vielleicht umplatziere. Auch eine Variante. Dann hätten wir wieder die Fläche frei und könnten eventuell hier noch ein bisschen was anbauen. Vielleicht auch hier, weil was mache ich? Hier tue ich grundsätzlich Graphit produzieren. Also der Teil ist ja komplett unnötig, was dann, glaube ich, große Mengen... Nee, hier brauche ich es für Plastik. Aber wenn ich hier Plastik eh auf der Leitung laufen habe, ne? Kann ich nicht Plastik komplett separieren vom Rest? Wäre das nicht eine Variante? Was hängt denn an dem Plastik hier alles dran? So, du machst mir Rohbenzin aus Rohbenzin und Chlor. Ich könnte es aber auch aus Ethanol machen. Produziere ich nicht mittlerweile sogar Ethanol? Ich produziere gleich mittlerweile Ethanol. Zwar nicht in der Masse, die ich wahrscheinlich bräuchte, aber ich produziere es. Warte mal. Ich verliere immer meinen Punkt, wo ich hin muss. Ich produziere Ethanol, ja. So, wir unterstützen jetzt mal hier. Aha. Interessanter Fun Fact. Es geht zwar bestimmte Sachen nicht leer, aber Gemüse wird leer. Schauen wir uns mal an, was wir viel produzieren. Also zum Beispiel sowas wie Grünzeug könnte ich hier rausschmeißen. Und wenn ich jetzt bei bestimmten... Ich sage, jetzt muss ich selber gucken, wo ich was habe. Ich habe sehr viel Gemüse. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Gemüse. Sind alle geupgradet auch. Wait, warum pausiert?
Weil dich kann ich hier zum Beispiel upgraden. Machen wir das doch mal erstmal. Wir haben ja genug auf Lager, das ist ja nicht das Problem. Dann upgraden wir doch erstmal alle. Kurzerhand. Mal die ganze Gewächshausproduktion abgegradet. Warum nicht? Wenn wir es können? I don't care. Gut. Aber das bedeutet auch, es wird Stück für Stück wieder besser laufen, hoffentlich. Wie schaut's eigentlich? Oha, schaut jetzt an. Da musst du überlegen, wie viel Dünger wir produzieren grundsätzlich. Ich hoffe, dass wir das jetzt mit dem Ganzen ein bisschen unter Kontrolle kriegen, weil jetzt ist genau die Sache, wir haben jetzt auch kein Ding mehr frei. Wir haben keinen hier mehr frei. Wir liegen relativ bra. Kann ich rein theoretisch Dünger verkippen? So als Überlauf? Nur mal aus Interesse. Was passiert, wenn ich Dünger 2 verkipp? Dann kill ich meine Gesellschaft. Nee, das sollte ich nicht machen. Oh, schaut euch diese neuen Dinge an. Ganz große Glascontainer. Ich glaube, das könnte nur mal sehr interessant werden für uns. So, okay. Die Sache des Weizenlagers ist ja fast immer voll, oder? Jetzt bin ich mal gespannt, weil jetzt haben wir natürlich nochmal Hightech hier reingebracht und mit dem neuen Düngermittelziel sollte sich das hoffentlich auch abändern. Weil wir sind ja relativ gut eigentlich dabei, wenn ich mir das anschaue. Hier sind wir gerade an Gemüse. Weißt du was, wir tauschen dich einfach noch gegen ein Gemüse aus. Ich könnte sogar Obst machen. Habe ich irgendwo was, wo ich sagen könnte, ich könnte tauschen? Ich könnte höchstens hier an Mais reinschmeißen. Dann sage ich, anstatt hier Mais, kommt hier Gemüse rein. Schauen wir mal, ob sich das was bringt, weil das Lager geht ja doch relativ schnell leer. Aber hier kommt natürlich auch wieder eine gute Ladung nach und ich glaube auch nicht, dass das die letzte Ladung sein wird, die wir hier ausgeben. Vor allem mit dem neuen Ding, mit der neuen Produktionsstätte. Ja, schau mal, hier kommt jetzt Gemüse erstmal wieder en masse aus den Lagern raus. Ich glaube, das kriegen wir noch hin. Aber ich muss mir auf jeden Fall noch da vielleicht was überlegen, relativ bald. Wie gesagt, wenn wir das hier verkippen, könnten wir da wahrscheinlich auch nochmal Nahrung hin tun. Wenn wir die Produktion hier wegkriegen, können wir das alles hier ein bisschen concentrateder machen. Man müsste halt überlegen, wo man die Gasproduktion hinsetzt. Aber ich glaube, dafür finden wir notfalls ein Fleckchen, was wir verarbeiten können. Und wenn es der Hafen hier wird oder sowas, müssen wir halt alles anschauen. Gut, bei euch läuft aber auch grundsätzlich sehr gut, glaube ich, ne? Also ich sehe hier relativ wenig Probleme, das finde ich gut. Jetzt füllt sich das Lager aktuell eher wieder, das ist natürlich sehr schön zu sehen. Natürlich ist nicht schön zu sehen, dass jetzt die Leitung abreißt, aber da kommt schon wieder was nach. Also ich glaube, es wird auch nicht ewig abreißen, sondern es kommt immer wieder schön mehr nach. Und das sollte das Ganze natürlich sehr praktisch machen. Ich sehe jetzt bloß schon, dass Kartoffeln überladen sind. Das Kartoffellager ist voll, das ist nicht gut. Dabei tue ich gar nicht mehr so viel Kartoffeln produzieren, ich mache hier nochmal ein Gemüsefeld rein. Schau mal. Ein bisschen ausbalancieren, aktuell ist es einfach gleich die Balance, die nicht so ganz passt, aber die kriegen wir auch noch hin. Gut. Holy moly, schau mal, wie viel die schon verkippt haben. Jetzt musst du überlegen, was für Massen wir hier verfahren. Oh. Der Sand läuft hier auch, glaube ich, sehr gut. Wie gesagt, also wie es scheint, müssen wir dann eh eine Quarzproduktion aufstellen für das Ganze. Wichtig ist ja nur, dass der Sand nachkommt und das schaut mir sehr, sehr gut aus in dem Fall. Also ich sehe hier kein Problem aktuell. Wie schaut es mit euch jetzt? Ja, ich habe euch wieder vergessen. So,
Aber das ist ja gar kein Problem, weil wir haben jetzt genug Fläche fürs Erste, die ihr abgraben könnt. Ohne, dass wir Sorgen haben müssen, dass irgendwas schief läuft. Das ist gleich gar nicht schlecht. Ich mache mal euch hier die Verkippziele weg. Weil wenn wir hier anfangen zu graben... Nein, das sollte ich hier... das sollte ich hier lassen eigentlich. Ist das gleich gar nicht schlecht. Aber man kann halt natürlich die bestimmten Sachen, die erledigt sind, mal wegtun. Weil ansonsten versucht da jemand zu verkippen und dann haben wir ein Problem. Das will ich nicht eingehen unbedingt. So. Aber grundsätzlich sind wir gleich sehr, sehr gut dabei. Jetzt sind wir hier in Graphit voll. Ich muss mir mal kurz einen Punkt hier anschauen von meiner Graphitproduktion. Man muss natürlich irgendwo anfangen zu intervenieren. Bedeutet, wir müssen jetzt schauen, wie weit können wir mit der Produktion, die wir aktuell haben, die abändern und ablösen bestimmte Teile, bevor wir wirklich einen Wechsel machen. Den Teil würde ich jetzt gerne hier mit unserer Elektronik 2 Produktion probieren, indem ich da Graphit einspeise. Dafür muss ich jetzt natürlich gucken, wo zur Hölle Graphit eingespeist wird und wofür ich das alles brauche. Hier wird Kohle und Chlor eingegräben, damit ich Graphit rauskriege und saures Wasser. Gut, du frisst. Chlor, es kommt von beiden Chlor raus. Gut. Kommt ein kleiner LKW hier hin? Ja, kommt er. Gut. Dann können wir nicht wie folgt das machen. Wir schneiden jetzt erstmal sozusagen das komplette Ding hier ab. Das muss jetzt natürlich ein bisschen flott gehen. Deswegen tue ich auch wieder natürlich meine Lieblingssachen machen. Wir schmeißen den restlichen Müll auch weg. So. Die ganzen Anschlüsse können raus. Alles mit ein bisschen schnell weg. Gut. Und dann bauen wir jetzt hier ein Lager ein. Fürs Erste ein Standardstücklager, aber ich glaube, ein großes passt hier gar nicht hin. Wir machen zwei kleine Stücklager hier hin. So. Weiter natürlich mit Schnellbau. Wir machen hier Graphit rein. Und sagen jetzt bei ihm hier oben, hey, mach eine Exportroute mir hier runter. Ein LKW rein, aktuell nur zugewiesene und leer das Ding. Dann sollte hoffentlich gleich der LKW wieder herkommen und das Graphitschleppen anfangen. Sind jetzt zwar nur 60 Stück, die er hier fährt. Aber es sollte hoffentlich reichen für den Anfang, wenn er jetzt Stück für Stück anfängt, diese Graphitstäbe hier reinzuschieben und die ganze Produktion ein bisschen uns anpasst. Das sollte uns helfen, die Lawinen so ein bisschen einzugrenzen, die wir hier haben. Vor allem können wir gucken oder schauen, was wir jetzt anpassen müssen, verändern müssen, damit diese Produktion läuft. Ja, gut. Wir haben dich hier. Du machst uns Wasserstoff. Warum brauchen wir hier Wasserstoff? Für euch. Du produzierst 12 Wasserstoff. Jeder von euch schluckt 3. Also brauche ich für eine neue Produktion rein theoretisch 2 von euch. Habe ich Ammoniak? Ja, hier rein theoretisch, ne? Hier gleich läuft irgendwo Ammoniak rum. Aber hier produziere ich wieder das, um Ammoniak draus zu machen, richtig? Ja. Und aus dem Ammoniak baue ich dann nicht mit Sauerstoff wieder Dünger. Das ist so eine Mixanlage, mit dem ich alles vermixe. Bedeutet, Ammoniak fällt für mich so ein bisschen raus. Ich bleibe beim Wasserstoff, wo ich hier allein 3,6 Megawatt schluck. Alter Verwalter, was kann ich mit Sauerstoff Schlaues machen? Kann ich Sauerstoff an einer Stelle immer zu was Praktischen, Nutzbaren machen? Produktion? Herstellung. Mit Brenngas kann ich daraus Diesel produzieren. Okay. Mit Ammoniak kann ich daraus Dünger produzieren. Okay. Mit Zucker und Sauerstoff kann ich Ethanol. Mit Zucker und Maisbrei kann ich auch Ethanol herstellen. Aber ich glaube, mache ich schon. Ich glaube, den Bereich mache ich schon.
Aber nichts, wo ich jetzt sage, Antibiotika. Aha. Wenn ich alles drei mix, dann kriege ich Antibiotika raus. Genau. Der einzige Vorteil ist ja, Sauerstoff ist eine Sache, die kann ich in die Luft pumpen und habe absolut kein Problem mit. Ich sehe ein Problem. Ein sehr, sehr großes Problem. So, warte mal. Wir machen dich mal kurz auf Pause, bitte. Dich kurz auf Pause, bitte. Liefert bitte alles erstmal straight dahin. Uiuiuiui, wir müssen kurz nachfüllen. Wir haben zwar hier mittlerweile wieder Sachen auf Lager, aber unsere Wartung ist gerade ein bisschen überlaufen. Deswegen, wir müssen kurz gucken, dass wir hier die Wartung wieder hochkriegen. Weil sagen wir so, es ging rein theoretisch ging das ja relativ schnell, dass wir das hier vollkriegen, aber... nee, will nicht so ganz. Ich muss gucken, dass ich die Produktion überarbeite, und zwar relativ flott, vielleicht in einer der nächsten Folgen direkt. Ansonsten haben wir ein Wartungsproblem. Und ein Wartungsproblem ist das, was ich genau vermeiden will. Brauchst du irgendetwas, was genau von hier kommt, oder kann ich dich umsetzen? Weil wir hätten wieder Fläche nach vorne und hier steht ja nur Bullshit rein, theoretisch. Wo ich mir was reinschnappen könnte. Okay, das da, ja. Das ist sehr unglücklich platziert, aber rein theoretisch kann ich hier mir einfach ein Modul ausschneiden, oder? Eine kopieren. Wahrscheinlich am besten. Da anhängen und auf einen Schlag fertig bauen lassen. Und dann machen wir dasselbe nochmal, um die Länge zu vergrößern. Weil wir haben ja die Fläche jetzt hier auch immer, die sich sozusagen ansammelt. Die, Alter, die kippen sich dadurch, das ist der Wahnsinn. Ich vermute mal, spätestens in der nächsten Folge sind wir bis hier hinten und können langsam anfangen, Richtung Produktion zu denken. Das ist schon massiv. So, ich mach mal kurz hier kopieren und kopiere mir den Teil. Ich würde mir gerne das Ganze kopieren. Um ehrlich zu sein. Genau dran habe ich das gehabt, okay. So. Wir müssen was gegen tun und deswegen müssen wir jetzt arbeiten. Die Produktion hat ja voll ausgelangt, da will ich nichts gegen sagen. Aber wir sind leider aktuell an dem Zeitpunkt... wo uns die Produktion Probleme macht und deswegen muss jetzt das Ganze abgerissen werden. So. Und dadurch, dass der da drüben jetzt sozusagen auch der andere gebaut wird, können wir ja das Ganze abreißen anfangen. Wie schaut es mit unserem Graphit hier aus? Graphitlager schaut relativ voll aus, das ist super. Wie schaut das Graphitlager aus? Immer noch übervoll. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ungut, aber ja. Gut, wir haben die Ecke wenigstens gleich mal frei. Das ist gut, vielleicht können wir nicht dann die Plastikproduktion zur Seite marschieren lassen. Und ein bisschen mehr Fläche nach vorne machen, vielleicht auch den Einzug für die Elektronik verschieben. Was mache ich eigentlich hier? Hier schicke ich Dampfhochdruck durch. Den hole ich eigentlich woher? Ah, aus dem Ding hier.
Da werden wir uns auch mal überlegen, vielleicht wenn wir das auch dann hier vorne weiter durchziehen. Was ist das für eine Leitung? Eine ganz standard Rohrleitung? Okay, das können wir ganz schnell machen. So, okay. Und dann von hier einfach nach hier anschließen. Fertig, aus. Und dann haben wir die Stelle wieder frei und sind schon mal safe und haben ein bisschen Produktionsfläche. Weil die Sache ist ja, dass wir das Lager so weit leer war. Und wir deswegen nicht gescheit arbeiten konnten. Und die Sache ist natürlich, das erhöht sich sonst auf die anderen Produktionsstrecken auch. Wenn wir den Bereich ein bisschen entklattern können, glaube ich, können wir vielleicht auch ein bisschen mehr die Plastikproduktion voranschreiten lassen. Beziehungsweise, wie, auf was hättet ihr denn ausgelegt? Auf 24 Boards. Du brauchst, ihr braucht beide, weil wir müssen davon zwei machen, dann können wir hier auf 4 erhöhen. Was ja rein theoretisch jetzt gerade noch nicht mal notwendig ist. Lass mich mal überlegen, wie ich das mache. Wenn ich dich kopiere hier. Wenn, dann muss ich ja beide nach hinten führen, ne? Jeder von denen kann dann 4 versorgen. Lass mal kurz ausschneiden. So, okay. Ich muss jetzt mir gerade überlegen, wie wir die Zuführung machen. Habe ich nicht gerade die richtigen Rohre ausgewählt? Bin ich blöd? Soweit, genau, jeder von denen kann dann 4 von denen versorgen, wenn ich mich nicht irre. Jetzt bin ich gerade selber verwirrt, was ich gerade mache. Oh. Ach je, genau. Ich vergesse jedes Mal, dass ich es klonen könnte eigentlich und damit mir das Leben viel einfacher. Oh Gott, jetzt geht das nicht. Dann machen wir das so, aber damit das gleich ausschaut, müssen wir das natürlich auf der anderen Seite dann auch machen. Hallo, Gewitter. Gut. Das sind die Zuführungen. Wenn, dann will ich, dass alles gleich ist. Ah, das geht auch wieder. Ich vergesse es jedes Mal, dass das nicht so funktionieren kann. Das war's falsch. Oh Gott. Schau, wir machen es einfach ganz simpel. Warum mache ich es mir so schwer? Wir löschen die eine Seite einfach komplett. Schauen. Dann mache ich die eine Seite einfach komplett fertig. Dann gehe ich hier auf Kopieren. Mach Flip, Rotate. Und hab das dann so hier. Das sind meine Anschlüsse. Fertig, aus. Es funktioniert ja. Dann muss ich das nur noch zurückführen.
Gut, ich muss aber hier hinten auch noch den Rest anschließen, sonst haben wir bald keinen Karton mehr, keine Dinge mehr. Bedeutet, ich muss euch hier auch mal kurz Gas geben. Ah, shit, ja, das ist jetzt natürlich nicht angeschlossen. Muss ich eventuell schnell lösen. Gut, okay. Und wir haben ja für dich Holz, Glas und Stahl gebraucht. So, dann machen wir dich auch schnell fertig. Zack. Und dich lösen wir ein bisschen anders. Für dich machen wir ein flaches Förderband. Machen wir einen Flip. Und dann auch hier schnell liefern. Und dann war hier auch der Anschluss schon fertig. Nice. Dann läuft jetzt hier das Holz durch. Und die Produktion kann jetzt auch wieder schön Möbel herstellen. Bedeutet, die Möbelproduktion sollte auch wieder laufen. Warum bist du so langsam? Flaches Förderband. Und das sind flachen Förderband. Warum bist du ein flaches Förderband 1? So, schauen. Das müsste uns jetzt schon wieder mehr geben. Ja, besser. Super. Genau. Und jetzt produzieren wir wieder Möbel. Perfekt. Jetzt haben wir die Produktion rausgenommen. Bedeutet, wir haben jetzt die Fläche für unser Großprojekt. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken, denn das ist ja das neue Abo sozusagen von YouTube. Und ja, wenn ihr irgendwelche Ideen oder Sachen habt, schreibt sie in die Kommentare, wie immer. Ihr merkt eh, ich versuche es in Videos entweder einzubringen oder halt zu kommentieren oder beides, je nachdem, wie es bei mir sich zeitlich ausgeht. Aber normalerweise versuche ich es anzusprechen, wenn ich es in der Folge schon gesehen habe oder wenn ich es zum Zeitpunkt der Aufnahme schon gesehen habe. Also, bis dann.